Bohren. Ein spannendes Fertigungsverfahren. Fertigungsverfahren sind nach DIN 8580 in 6 Hauptgruppen unterteilt. Bohren gehört zum Trennverfahren, welches sich ebenfalls nach DIN 8580 in 5 Untergruppen unterteilen lässt. Zerteilen, abtragen, zerlegen, reinigen und zuletzt spanen. Die Fertigkeit Bohren ist also ein spanabtragendes, maschinelles Bearbeitungsverfahren. Zum Bohren benötigt man zuallererst ein geeignetes Bohrwerkzeug, der sogenannte Spiralbohrer. Seine besonderen Vorteile sind die günstigen Winkel an den Schneiden, der gleichbleibende Durchmesser beim Nachschleifen und die selbsttätige Spanabfuhr aus der Bohrung. Die Grundform des Bohrers ist ein Keil. Beim Einschleifen der Trallnuten entstehen an den Bohrerspitzen die Hauptschneiden. Zur Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe werden verschiedene Bohrertypen eingesetzt. Für normale Werkstoffe wird häufig der Typ N benutzt. Er besitzt einen Trallwinkel im Bereich von 16 bis 30 Grad und einen Spitzelwinkel von etwa 118 Grad. Beim Bohren unterscheidet man 2 Hauptbewegungen: die Drehbewegung sowie die Vorschubbewegung des Bohrers. Das Werkzeug führt eine kreisförmige Bewegung aus, während gleichzeitig eine Vorschubbewegung in Richtung Drehachse erfolgt. Die Schnittbewegung wird auch als Schnittgeschwindigkeit V in Meter pro Minute gemessen. Sie ist die Wegstrecke in Metern, die von einem Punkt der Phase am Umfang des Bohrers in einer Minute zurückgelegt wird. Um eine adäquate Umdrehungsfrequenz, also eine Drehzahl, einstellen zu können, müssen wir wissen, dass die Drehzahl abhängig vom Durchmesser des Bohrers, dem Werkstoff des Bohrers und dem Werkstoff des Werkstückes ist. Die Drehzahl lässt sich dann über die Schnittgeschwindigkeit ganz leicht errechnen. Die gängigsten Bohrer sind die sogenannten HSS-Bohrer, Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl, deren Schnittgeschwindigkeit bei 25 Meter pro Minute liegt. Ich brauche dann nur noch die gegebene Formel nach Drehzahl aufzulösen und kann dann meine gegebenen Werte eingeben und erhalte eine Drehzahl. Wenn ich also beispielsweise einen Bohrerdurchmesser von 15 mm habe, erhalte ich eine Drehzahl von 424 Umdrehungen pro Minute. Eine weitere Möglichkeit ist das Ablesen aus dem Diagramm. Dort finde ich den Bohrerdurchmesser, die Spindeldrehzahl sowie die Schnittgeschwindigkeit. In unserem dargestellten Beispiel habe ich einen Bohrerdurchmesser von 20 mm. Eine Schnittgeschwindigkeit von 20 Metern pro Minute. Daraus ergibt sich dann eine Spindeldrehzahl von 320 Umdrehungen pro Minute. Man braucht also nur, die beiden Schnittpunkte miteinander abzulesen und erhält die Spindeldrehzahl. Zum Bohren gibt es verschiedene Bohrmaschinen. Die Auswahl der geeigneten Bohrmaschine richtet sich im Wesentlichen nach der Größe der Bohrung. Tischbohrmaschinen werden meist auf Werkbänken befestigt. Sie werden für Bohrungen bis zu 10-13 mm Durchmesser verwendet. Säulenbohrmaschinen sind besonders geeignet für Bohrarbeiten an kleinen und mittleren Werkstücken mit unterschiedlichen Höhen. Sie bestehen aus einem Fuß, der Säule, dem Bohrkopf mit der stufenlosen regelbaren Spindel und dem schwenkbaren und in Höhe verstellbaren Bohrtisch. Für große und maßgenaue Löcher verwendet man eine Ständerbohrmaschine. Der Bohrtisch ist im Gegensatz zur Säulenmaschine nicht schwenkbar. Der Bohrtisch und der Bohrschlitten ist in den kräftigen Führungsbahnen des Ständers senkrecht verstellbar. Haben wir eine geeignete Bohrmaschine ausgewählt, können wir nun mit dem Bohren beginnen. Damit der Bohrer beim ersten Kontakt mit dem Werkstück nicht verläuft, wird das Werkstück zunächst gekörnt und anschließend angebohrt. Die Körnung gibt dem Bohrer die erste Führung. Damit das gelingt, muss diese größer als die Querschneide des Bohrers sein. Nach dem Anbohren ist mit einem gleichmäßigen Bohrdruck weiter zu bohren. Der aufgewendete Bohrdruck ist hier der Vorschub. Merke, zu kleiner Vorschub, der Bohrer schabt, zu großer Vorschub, Bohrer kann verlaufen.